Es ist die einzig logische Konsequenz, aber es ist nicht der Film, den wir brauchen. Joker Folie à deux setzt handlungstechnisch da an, wo der erste Teil aufgehört hat, fängt aber rein dramaturgisch betrachtet wieder ganz am Anfang an. Statt nämlich den Wahnsinn von Joaquin Phoenix' Figur weiter wachsen zu lassen, erleben wir in dem ersten Part des zweiten Teils wieder einen gebrochenen und introvertierten Mann, der sich von seiner gespaltenen Persönlichkeit fernzuhalten versucht. Und erst im zweiten Part nimmt der Wahnsinn langsam seinen Lauf. Dieser erneute Aufbau der Figur ist aber vollkommen überflüssig. Folie à deux bedeutet ungefähr so viel wie eine zwei Personen gleichzeitig befallende induzierte wahnhafte Störung. Natürlich ist es kein Geheimnis mehr, dass Harley Quinn nun dazustößt und nun ebenfalls die Handlung aufmischt. Sehr positiv ist dabei auf jeden Fall anzumerken, dass sich auch ihre Figur von früheren Interpretationen abhebt und damit dem Konzept des gefeierten ersten Teils folgt. Denn auch wenn Margot Robbie eine perfektionistische Besetzung dieser unberechenbaren Figur ist, so hätte eine solche Verkörperung nicht in die reduzierte Form der Comic-Verfilmung gepasst. Lady Gaga ist, würde ich sagen, dabei ein ganz interessanter Pick als Besetzung und funktioniert auch überraschend gut, würde ich mal so behaupten. Ein für mich sehr interessanter Aspekt ist dabei, dass diverse musikalische Szenen nämlich Einzug halten und somit nicht einfach nur die gleiche Erzählform wie im ersten Teil gewählt wird. Bewusst spreche ich aber nicht von einem Musical, auch wenn es per Definition ein solches wäre. In diesem Film dient nämlich die Musik nicht der Unterhaltung oder einer harmonischen Weiterführung der Story, sondern eher als Sinnbild und Visualisierungsmittel des Wahnsinns, dessen Opfer und Gefangener Arthur Fleck halt ist. Hierfür wird auch zu Beginn eine kurze Animationssequenz genutzt, die ich auch als wirklich wichtig betrachte, da sie den Film im Subtext massiv bereichert. Dennoch fehlt diesem Sequel aber eine klare Linie und vor allem eine Idee, die beispielsweise mit der tatsächlichen Umsetzung eines Musicals Einzug genommen hätte. So jedoch bekommen wir nichts Halbes und nichts Ganzes und statt einer wirklichen Entwicklung der Figuren gibt es einfach nur mehr Zeit in der Welt der dissoziativen Identitätsstörungen und das hat für mich einfach nicht ausgereicht für einen zweiten Teil, da muss mehr kommen. Deswegen bin ich leider nicht ganz so angetan von der Fortsetzung.